Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid. Oh Gott, mir sind ja ganz, ganz viele kleine Sachen unterlaufen im Grunde. Erstmal wollte ich die neue Aufnahme beginnen und drücke anstelle von schnell laden, drücke ich schnell speichern und der Speicherstand war weg. Super geil. Deswegen rufen wir jetzt auch gleich mal meinen Link an, würde ich sagen. Unten ist noch was Zweites passiert. Ja, ich will mal speichern, bitte. Deswegen, zum Glück hatte ich im Spiel selbst noch gespeichert gehabt. Das hat uns jetzt einiges an Energie und Mühe gespart. Hören Sie auf, Lautze. Wer weiß, dass genug genug ist, hat immer genug. Nur weil Sie einen Gegenstand sehen, müssen Sie ihn nicht immer haben. Überlegen Sie, ob er unbedingt nötig ist. Der Aufwand lohnt vielleicht nicht. Was? Nein, und das zweite Problem ist, ich hatte im letzten Part eigentlich die Ambitionen, noch einmal zurückzugehen, da wir jetzt die Karte Nummer 3 haben. Weil ich eine Waffe holen wollte und mir ist dann wirklich wieder eingefallen, verdammt, die Waffe haben wir ja dann später, die finden wir hier auch. Also, ach. Vorsicht! Verwendung von Waffen ist hier absolut ausgeschlossen. Was? Ich habe die Nanomaschinen so programmiert, dass das nicht geht, Colonel. Was? Wovon reden Sie? Schon vergessen? Hier sind die Atomsprengköpfe gelagert. Sehen Sie sie? Ja. Da sind jede Menge Kartons. Aber sind das alle Sprengköpfe? Ja, entschärfte Sprengköpfe. Die liegen hier einfach rum. Präsident Baker hat recht. Völlig nachlässig. Der Etat ist begrenzt. Für die Medien wird das alles geschönt. Aber so sieht die bittere Wahrheit aus. Nastascha weiß noch viel mehr darüber als ich. Aus allen Sprengköpfen in den Kartons wurden die Zünder entfernt, sodass sie nicht explodieren können. Sollten sie jedoch beschädigt werden, kann dabei Plutonium austreten und das wäre ein ernstes Problem. Vorsicht! Sie dürfen in diesem Bereich keine Waffen einsetzen. Ja, großartig. Unsere Waffen sind alle gesperrt, wie wir sehen, außer unsere Düppel. und die nützen uns ja so viel. Und wir haben aber definitiv hier... Erstmal haben wir ein kräftiges Lägen. Und wir sehen eine Wache. Wir sehen eine zweite Wache, die auf uns zukommt. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Paping! Gut. Wir sollten vorsichtig sein. Und ich werde hier nicht lange drumrum laufen. Und hast du nicht gesehen, wir werden gleich das tun, was wir tun sollen. Nämlich, wir sollen hier hochgehen zum Fahrstuhl. Wow. Also dieses Laggen, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, in irgendeinem Part, ich weiß nicht, ob ich es rausgeschnitten hatte, aber da habe ich schon mal erklärt, ich spiele dieses Spiel auf dem Emulator, aber von meiner Original-CD aus. Also ich habe davon eine ISO gemacht. Ich habe die umgewandelt in eine ISO-Datei. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, obwohl eigentlich, wenn ich mit Fraps aufnehme, fängt das erst an zu laggen. Vorher läuft es eigentlich relativ flüssig, muss ich sagen. Nicht relativ, sondern es läuft flüssig. Das ist dann immer altes Spiel, der Emulator. Die Let's Player unter euch werden das kennen. Aber das hier muss ja wirklich nicht sein. Das ist ja nicht schön. Wir warten mal kurz. Na komm, Spiel. Lass uns nicht so im Regen stehen. Hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht es mit Let's Play Metal Gear Solid. Letztes Mal musste ich ja die Aufnahme ganz unspektakulär unterbrechen, weil ich weiß auch nicht, was da war, aber es war irgendwie der Wurm drin. Wir haben uns jedenfalls die Waffe, die wir uns holen wollten, haben wir uns geholt und können jetzt endlich das tun, was wir denn hier eigentlich tun wollten. Obwohl, jetzt hätte ich eigentlich auch voll in die anderen Räume noch reingehen können. Ach, meine Güte, was man immer alles so denkt und was man dann nicht macht. Hier ist noch ein weiteres kleines, naja, ich will nicht sagen Secret, aber wir sind auf dem Radar ein Punkt. Da ist definitiv ein Mensch. Und wenn wir uns hier gegen die Wand lehnen... Na, sowas. Das ist Dr. Emmerich, den wir ja hier besuchen müssen. Wir können hier mal schauen. Okay. Komisch alles miteinander. Wir sehen verschiedene Leitungen und wir merken, dass der Raum mit anscheinend mit Gas gefüllt ist.
Und wir hören Klimpermusik, die uns verdeutlichen soll, dass hier nicht alles so stimmt, wie es vielleicht scheint. Und während es wieder laggt, bekommen wir einen Codec-Anruf von Mr. X. Meine Güte! Ja, ich komme nicht hin. Ich mal drück, brech das jetzt ab. Ich komme nicht hin, benutzen Sie eine ferngesteuerte Rakete. Ja, diese ferngesteuerte Rakete haben wir uns ja gerade aus diesem Bereich da geholt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn das? Das tut mir wirklich sehr leid, dass das jetzt hier so rumspackt mit den Frames. Also, ich kann mir das nicht erklären. Manchmal läuft es ja völlig flüssig und manchmal nicht. Wir probieren es einfach mal. Wir haben unsere ferngesteuerte Rakete. Ah, jetzt läuft es wieder flüssig. Wir müssen aufpassen auf die Schusskameras. Die können die nämlich zerschießen. Passt schon. Müssten wir hinkriegen, solange es jetzt nicht wieder richtig rumspackt. Gott, das ist früher so gewesen, da hat man übelst lange gebraucht, weil das schwierig war. Aber ihr seht, es geht. Wir haben jetzt nämlich diesen elektrischen Hochspannungsschalter zerstört, von dem Deep Throat uns gerade berichtet hat. Und können jetzt, ich akklimatisiere mich erstmal wieder ein bisschen. Jo. Und wir rufen mal Mailing an und speichern, würde ich sagen. Mailing. Wie kann jemand außerhalb der Operation mein Codec anrufen? Ach stimmt. Sie sprechen von dem Typ, der sich Deep Throat nennt. Wir haben das von hier überwacht. Wie macht er das? Wenn jemand Ihre Frequenz kennt, kann er Sie anrufen. Aber wie hat er die herausgefunden? Sie ist streng geheim. Sie lautet 12345. Tut mir leid. Das Signal ist zu schwach, um es zu orten. Aber er ist in der Nähe. Hier in der Basis. Das ist ja ein Ding, sage ich jetzt einfach mal dazu. Wie kann uns denn hier jemand... Ja, wissen wir doch, mein Ling, ist doch gut. So, dann schauen wir doch mal, was die Räume uns hier zu bieten haben. Ration, aber wir können ja eine nehmen. So. Ja, wir sehen, wir verlieren hier Sauerstoff, wenn wir hier uns zu lange aufhalten, da ja das ganze Gebiet hier mit Gas gefüllt ist. Okay, hier kommen wir nicht rein. Hier sind ja Schusskameras, deshalb werfe ich mal eine Schaffgranate. Na komm. So, eine Gasmaske haben wir bekommen. Die hilft uns doch schon mal über den gröbsten Schmerz hinweg, würde ich sagen. Okay. Hier können wir rein. C4. Hier finden wir noch ein wenig für die Nikita. Oh, meine Luft wird aber auch langsam knapp. Ich laufe jetzt mal dahin, wo wir hin müssen. Und werfe mal noch eine Düppelgranate. Wohoho, es wird wirklich knapp. Renne schnell. So, das hätten wir doch gemacht. Mal sehen, was uns nun erwartet. Aha. Na sowas. Und wir können hier auch schon mal in der Ego-Perspektive gucken und sehen einen, naja, sehr einladenden Gang, den wir auch gleich mal betreten. Cutscene. Sieht aus, als wären sie zerschnitten worden. Ja, zerschnittene Menschen, wunderbar. Hier können wir auch immer dieses Perspektivenwechsel, indem wir uns hinhocken. Ein Geist, na sowas. Und da bricht er auch schon zusammen unter einer Blutlache. Über einer Blutlache, die sich unter ihm erstreckt. Ja, wir können hier halt verschiedene hübsche Einblicke gewinnen, aber wir gehen einfach mal weiter. Das hört sich ja alles super an.
Naja. Oh, da ist ja wieder unser Freund der Ninja. Übrigens, Achtung, ich spoiler ganz kurz. Wenn wir das Spiel mehrmals durchgespielt haben, dann verändert pro Durchgang der Ninja seine Farbe. Der sieht dann ein bisschen anders aus, ein bisschen farbenfroher. Der hier lebt anscheinend noch. Der Radar sagt uns das zumindest, denn hier ist ja ein Punkt. Schauen wir uns den nochmal an. Ja, der bewegt sich auch noch, aber wir können hier nichts tun. Es bringt übrigens auch nichts, hier C4 hinzulegen und in die Luft zu jagen. Das habe ich alles früher schon mal probiert. Gut. Wir stellen uns unserem Schicksal und folgen diesem komischen Kerl mal. Wir müssen ja Dr. Emmerich retten. Der ist ja in diesem Labor, das wissen wir ja. Mal sehen. Und er pinkelt ein. Meine Güte. Wer sind Sie? Wo ist mein Freund? Wovon sprechen Sie? Wovon sprechen Sie? Was noch? Meine Güte, nicht in der Cutscene bitte, ja? Okay, das tut mir wie gesagt sehr leid. Ach. Was wollen Sie? Ich habe von Ihnen auf diesen Tag gewartet. Diesen Augen. Diesen Augenblick. Ich genieße nichts. Ich genieße nichts. Wie eine Japan-Animationen. Ich komme aus einer anderen Welt, um mit dir zu kämpfen. Weshalb? Rache? Nichts so Triviales wie Rache. Ein Kampf bis auf den Tod. Nur das bringt meine Seele Genugtuung. Ich töte dich. Oder du tötest mich. Es macht keinen Unterschied. Gut. Nun hat er seinen Logenplatz. Ich brauche den Mann. Lass ihn in Ruhe. Lass es mich spüren. Bring mich zurück zum Leben. Ja, aber wie wir ihn zurück zum Leben bringen, das werde ich euch in der nächsten Folge zeigen. Es tut mir sehr leid, dass das jetzt wieder gelaggt hat. Das ist... Ja, keine Ahnung. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.